Kollege dort oben. Okay. Der guckt uns mehr oder weniger an. Also unsichtbar die Leiter hoch. Nur um den zu hauen. Verschwendung. Aber gut. Ha. Okay. Vielleicht ist doch hier irgendwas. Geld. Ja, okay. Und mehr Informationen zu den Triaden. Wir haben jetzt 100%. Von den Triaden freigeschalten. Hongxi's elite soldiers wear red tracksuits, an homage to the Red Lion, and carry small caliber but extremely accurate pistols. Agents should be aware that Hongxi's assassins are all highly skilled martial artists, much like their triad brethren, and agents with minimal hand-to-hand training should avoid close-range engagements. Okay. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, weiter zu gehen. Und ich würde sagen, wir gehen hier tatsächlich mal lang. Das ist jetzt irgendein... Wir haben einen neuen Checkpoint erreicht und wurden gleich begrüßt. Die Map ist sehr ungewohnt von den bisherigen, oder die Gegend, um mal nicht in Videogame-Terms zu reden. Einfach weil halt sehr, sehr viele kleine Gebiete sind, mit nur vereinzelten Gegnern. Hier ist wieder ein SMG. Spiel wirft mir hier wirklich gerade so ein Checkpoint nach dem anderen entgegen. Auch hier nochmal ganz kurz gucken. Munition stimmt soweit. Das Spiel sagt mir, ich soll da lang gehen, aber ich kann woanders lang. Ach, das war Heal. Okay, das war das, was aufgeleuchtet hatte. Ich gehe jetzt hier ganz bewusst hier entlang. Ich weiß, das könnte vielleicht komplett falsch sein. Did you hear what's happening to Yi Huang? He started pulling guard duty today. Guard duty? Why would they give guard duty to an accountant? Apparently he's been sleeping with Chung's daughter. I'm surprised Chung didn't... immer noch davon aus, dass das hier nicht richtig ist. Wie man sieht, wir schalten doch immer noch neue Gegner frei. Also, ich hatte das Gefühl, dass man vielleicht in dieser einen Stelle, wo diese Garage war, da irgendwie hätte weitergehen können. Aber solange mich das Spiel hier aktuell nicht davon abhält und mich auch immer mit neuen Checkpoints überhäuft. Okay, der eine bleibt dort stehen. Soll mir recht sein, hier geht einfach beide drauf. Gute Nacht, der hat es interessanterweise nicht gesehen. Und jetzt du. Riskant, riskant, aber was soll's. Ihr Leute. Okay, wir haben hier mehrere Türen wieder.
Eric Chang wird uns auch jetzt hier schon davor gehoben und holy shit, sind jetzt hier viele Leute. Okay. Hat dieser Raum. Oh, da. Geld. Das ist echt nicht so einfach. Dementsprechend, wir hatten jetzt wirklich einige Level-Ups wieder am Start und mit 36 Punkten können wir einiges anstellen. Dementsprechend würde ich jetzt wirklich sagen, wir gehen hin und machen die allerletzten drei von Stealth. Dann haben wir Silent Runner nochmal freigeschaltet, den wir bisher nie wirklich brauchten. Evasion Master. Damit bekommen wir 5 Sekunden und 3 Minuten Cooldown. Und zu guter Letzt Shadow Operative Master. 20 Sekunden und 90 Sekunden Cooldown. Und man darf nicht vergessen, dass die Werte, die hier angezeigt werden, nicht zu 100% stimmen, denn über die Perks, die wir hier über die Zeit gesammelt haben, können wir diesen Wert noch verbessern. Okay. Skill ist aufgeladen. Tür geht auf. Oh, und ich dachte, hier geht's jetzt raus. Dementsprechend hatte ich mich jetzt vorbereitet. Das Blöde ist, ich kann hier nicht um die Ecke gucken, um zu sagen, was auf uns hier wartet. Oh, da ist aber ein Fenster. Verdammt. Hier ist viel. Viel, das ich nutzen würde, wenn hier nicht anderes Zeug im Weg stehen würde. Jetzt hoffe ich aber mal, dass der Kollege ihn nicht sieht, weil sonst ist die Hölle offen. Ganz klares Problem ist die Turret. Okay, der sieht mich nicht. Temporarily disables electronic devices. Obwohl ich ihm gleichzeitig wieder sagen muss, wenn wir eh schon das Ding reinwerfen, ist es auch gleichzeitig fast eine Verschwendung. Okay, die Idee ist wie folgt. Ich habe keine Zeit, die Dinger zu hacken. Egal, wie gut ich mich anstelle, die Zeit ist zu gering. Dementsprechend überlege ich jetzt hinzugehen und zu gucken, was da drin ist auf dem Rechner. Man kann es ja unten sehen, deactivate Dings, das und jenes. Genau. Das hat ja ganz toll funktioniert. Aber wie man sieht, die Dinger kämpfen jetzt gegen die. I know you're here. Die steht einfach nur da, weil sie nicht mit den Turrets umgehen kann. Die Schilds selbst sind auch nicht sonderlich gut. Ja, am liebsten wären wir jetzt wirklich, wenn die Turrets. Das Doof ist, dass die Turrets sich drehen. Und dann sich nicht sonderlich gut anstellen. Das macht ja hier zwar ein bisschen Schaden, aber irgendwann drehen die sich scheinbar wieder weg. Auch nicht. Auf jeden Fall gut, diesen einen EMP-Charge zu haben. Und jetzt sieht man hier, jetzt haben sie schon wieder aufgehört. Gut, jetzt haben sie den umgenietet. Ideal. Ich will einfach nur wissen, was hier noch ist. I found controls for the sluice gates. Should provide for an interesting approach. Das ist ja zwar schön und gut, aber das Problem ist, dass ich das niemals in der Zeit hacken können.
Dementsprechend werden die ihn jetzt umbringen. That's the last of the lieutenants. Good work. Head back to the safe house. I'll arrange a meeting for you with Hongshir's people. I'm on my way. Wait a minute. Mike, satellite's picking up multiple individuals, headed your way fast. Triads? Probably. They're armed like triads anyway. How much time do I have? Not long. They'll be there in less than a minute. You better find a good defensive position. Good thinking. It looks like they'll be coming in from the loading dock, directly opposite the door you entered from. Looks like they already had a turret covering that entrance. That might be just the thing to welcome them. Okay, ich mache jetzt hier ganz bewusst nichts, bevor ich starte mit der Schrotflinte. Ich werde jetzt auch keine Sachen hacken oder aufmachen jetzt. Die! So, mal gucken, wie clever die sich... Oh, hi! Von unten. Wie auch immer. Ah, oh, wie die... Ist aber natürlich auch traurig, dass sie so überhaupt nicht damit umgehen können, ne? Schießen jetzt beide auf die, die stehen nur rum. Okay, dadurch, dass das hier jetzt nichts wird, die beiden Sentries stellen sich zu dämlich an, die umzunieten. Oh, jetzt fangen sie an, auch die Leute umzunieten. Come out, whoever you are. Jetzt kommen sie her. Gut. Erstmal den Alarm deaktiviert. Der ist wieder aktiviert. Okay. That's official. Red Lion my ass. More like Red Liar. I hope you're sitting down for this. That's one of the benefits of a desk job. According to this series of emails, the defectors aren't the one who killed Hongshir's second-in-command. The big man did it himself. Why would he do that? The guy had the audacity to openly speak out against the gang's affiliation with Al-Samad. Hongshir decided to make an example of him. It wasn't pretty. There were needle-nose pliers involved. That's quite an example. I'll upload the intel to you. This might be useful later. Got it. Das Ding war echt gut bewacht. Das Ding kann ich nicht nutzen. Sind so einige Sachen, die ich nicht nutzen kann, sind dabei. Auch interessant. Irgendwas ist da. Okay, jetzt will ich ganz kurz noch gucken. Was hier ist? Achso, hier ist allgemein Munition, die ich hier aufnehmen kann. Jetzt mal die Suppe rein. Mina, I need you to look something up for me. Sure. What do you need? Exactly how many diseases can I get from walking in this? Don't be such a baby. You'll be fine. After you get your shots. And a full course of antibiotics. And a month in the quarantine room. They left that part out of the recruitment brochures. Und sie schießen immer noch. Super. Aiden Thornton entered the Taipei slums to eliminate the traitorous lieutenants who defected from the White Oak Mountain Triad. Agent Thornton eliminated all three lieutenants, Red Eye Jin, Tony Thang, and Eric Chung, fighting his way through numerous triad gangsters who defected along with their bosses. While pursuing his targets, Agent Thornton found a list of triad members who defected from the White Oak Mountain Triad. This indicates Hongxi's defection problem was much larger than he admitted. Agent Thornton also discovered Hongxi's organization was involved with Al-Samad, and that this association with religious terrorists was the reason for the defection. Further exposing Hongxi's duplicity, Agent Thornton learned Hongxi's second-in-command was not killed by the defectors, but by Hongxi himself as an example to those questioning his leadership. This information could prove useful in bargaining with Hongxi, but may alienate Agent Thornton from the triad boss permanently. Thank you.
Mr. Thornton, you return. The television is already humming with talk of your assault on the slums. Everything's taken care of. But next time, tell me your lieutenants defected because you killed one of them as a warning. I did not feel you needed to know this, Mr. Thornton. Nor do my men. I trust I can rely on your discretion. Shahid was sending you large sums of money. What was it for? A man in my position has access to certain materials, Mr. Thornton. Materials that a man in Shahid's position finds very valuable. We had a long-standing business arrangement. You've already got the international smuggling contacts. You could secure shipments to just about anywhere an Al-Samad cell operates. Very astute, Mr. Thornton. You would do very well in this business. I did not sell weapons to Shahid directly. I was merely a facilitator. So you set him up on blind dates with arms dealers? His people would contact me with a date and the location of a shipment. My operatives ensured that Al-Samad's weapons reached the places where Al-Samad needed them. Clever. If you can promise delivery in 30 minutes or my guns are free, I might consider hiring you. As promised, Mr. Thornton. Here is all the information I have regarding this unfortunate business with Mr. Song. A pleasure doing business with you. And with you, Mr. Thornton. Oh, there is one other thing. Beware of the man called Omen Dang. Omen Dang? Who's he? I'm afraid no one really knows. He is a powerful man in Taipei. And I have heard his name mentioned along with the rumors of this assassination. I'll keep my ears open. Thanks. After eliminating the rogue triad lieutenants, Agent Thornton once again met with Hongxi to secure the promised information regarding the assassination. Agent Thornton successfully acquired the information Hongxi promised, concluding his business with the triad leader. Hongxi may be willing to provide further assistance on later missions in Taipei. In addition, Hongxi mentioned the name Omen Dang, suggesting he is a dangerous adversary and may be linked to the assassination. Further investigation is needed.